Lettland am Morgen. Die Uhr im Autodisplay zeigt 8.22 Uhr an. Während andere Jugendliche in seinem Alter um die Uhrzeit am Wochenende wohl lieber ausschlafen, heißt es für Fabio ab ins Auto, auf die Rennstrecke und los in den Dreck. Üben für ein ganz großes Ziel. Wie der Vater, so der Sohn. Das kann man auf jeden Fall vom Nachwuchs der Motorsportlegende Armin Schwarz sagen. Fabio ist zwar erst 14 Jahre alt, doch das merkt man dem Sprössling so gar nicht an. Kaum zu glauben, dass hier ein Teenager am Steuer sitzt, der eines Tages sein Hobby zum Beruf machen will. Rallye-Profi. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, also ich glaube, teilweise ist es normal. Ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht, aber stimmt, ich orientiere mich an meinen Vater. Ich glaube, man kann einfach viel lernen und er zeigt mir natürlich auch viel. Aber natürlich muss ich irgendwann auch selber meinen Weg gehen und ich glaube, wir kriegen das zusammen gut hin. Das größte Problem wird also irgendwann sein, die Transformation Sohn zum Rennfahrer. Denn die Fußstapfen von Vater Armin sind nicht gerade klein. Der ehemalige deutsche Rallye-Meister hat sein Können in 121 Rallyes in der Königsklasse unter Beweis gestellt. Ist neben Walter Röhrl bislang der einzige deutsche Fahrer, dem ein Sieg bei einem Weltmeisterschaftslauf gelang. Das Profirennen hat er zwar seit 2005 an den Nagel gehängt, aktiv ist er allerdings immer noch. Vor allem bei den Bacher Offroad-Rennen in den USA. 2019 hat er eine Teilnahme abgesagt, auch um mehr Zeit für das Talent des Sohnemanns zu haben. Ich bin eigentlich über das Hobby Motocross zum Motorsport gekommen, habe das sehr lange betrieben und bin dann relativ spät, also mit 18, das erste Mal im Rallye-Auto gesessen und meine erste Rallye dann gefahren mit 19. Also das war heute ein Späteinstieg. Seine Erfahrung auch an die junge Generation weiterzugeben, das treibt Armin Schwarz an, der auch als Mitglied des Deutschen Sportfahrerkreis aktiv ist. Mit Coachings und Rallye-Trainings will er junge Talente motivieren und sie so fokussieren auf das Rennfahrerleben. Von der PR über das Training zur Terminkoordination. Aber sich nicht nur physisch im Auto auf die Rennstrecke vorzubereiten, sondern auch vor dem Screen. Das findet er sinnvoll. Allerdings macht sein Sohn das ganz anders als er. Das ist für mich immer interessant zu sehen. Er fährt Konsolenspiele schon sehr lange, fährt es auch gut. Wenn ich gegen ihn da fahren muss, fehlt mir ein Parameter. Das ist dieses Gefühl, wenn das Auto was tut. Und mir ist beim ersten Mal Autofahren bei ihm aufgefallen, dass dieses Gegenlenken und auch unter Last das Auto stabil zu halten, also entweder bremsen oder Gas geben, das war sofort da. Und wenn du fragst, warum er das tut, dann sagt er, das mache ich immer bei meiner Konsole genauso. Also bei der PlayStation wird das genauso gemacht. Und so intuitiv wie Fabio das jetzt schon an der Konsole macht, setzt er sein Können mittlerweile auch Offroad schon recht professionell um. Ich glaube einfach aus Erfahrung viel zu fahren, ist auch eigentlich unser Plan. Wir machen nicht so viel am Setup, sondern einfach fahren. Und schauen, einfach Kilometer zu machen und Erfahrung zu machen. Aber klar ist auch, der Rennfahrer-Sprössling ist mit seinen 14 Jahren unter den Jüngsten im Rennsport und hat natürlich noch keinen Führerschein. Er darf zwar in Estland Rallye fahren, das ist mit 14 Jahren dort erlaubt. Aber da fährt dann auch der Beifahrer die Verbindungsetappen, wenn öffentliche Straßen zwischen den Offroad-Strecken liegen, denn dafür braucht er dann doch eine Fahrerlaubnis. Ganz ungefährlich ist der Rennsport natürlich nicht, vor allem wenn es mal etwas wilder zugeht. Ja, meine Mami ist natürlich nicht so begeistert, also die macht sich natürlich mehr Sorgen. Aber sie sagt jetzt nicht, dann machst du nicht oder so. Also sie hilft mir auch weiter und zum Beispiel den Anzug oder so hat sie auch mit mir bestellt. Und sie hilft mir auch wenn sie Sorgen hat. Aber auch Armin kann die Vaterrolle nicht komplett ausblenden. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Das eine ist natürlich, ich weiß schon um die Gefahr des Sports. Wir packen ihn hier komplett ein. Er hat das beste Equipment von einem vernünftigen Hybrid-System, einen Helm, richtigen Sitz, der ist richtig angepasst worden von Recaro. Insofern, man kann ihm nur maximale Sicherheit mitgeben. Und der Rest hat auch was mit Vernunft zu tun. Und da glaube ich, damit er gut aufkommen ist, weil er ist vernünftig.
Seine Grenzen zu kennen, vor allem wenn es von der Konsole auf die Straße geht, ist allerdings beim Profirennen besonders wichtig. Das versucht der ehemalige Rallye-Profi auch immer wieder seinem Sohn klarzumachen. Ich glaube, dass die, sage ich auch mit dieses Bewusstsein, wenn ich hier einen Fehler mache, kann ich nicht Reset drücken und ich fahre weiter, sondern unter Umständen stehe ich. Im besten Fall werde ich von Zuschauern wieder rausgeschoben oder kann wieder rausfahren. Im schlechtesten Fall liegt aber auch das Auto irgendwo auf der Seite oder am Dach und ich kann immer weiterfahren. Und das sind so Dinge, die muss er genauso lernen. Ob driften wie die Großen, springen oder sich einfach Offroad austesten. In der Winterfahrschule seines Vaters in Lappland hat Fabio schon einiges gelernt. Das zeigt sich auch nicht nur im Auto. Der 14-Jährige weiß auch über die Technik unter der Haube Bescheid. Vor allem lernt er schnell und testet gerne Neues. Das hat er auch bei seinem Rallye-Debüt gezeigt. Für so einen jungen Offroad-Begeisterten klingt das erstmal nach ganz schön viel Power. Doch sein Papa, der ist allerdings immer dabei. Fabio weiß schon ganz genau, was er will, auch abseits der Rennstrecke. Eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker soll es mal sein. Das Hobby zum Beruf machen, das war schon bei ganz anderen jungen Talenten ein erfolgreicher Weg. Mein Ziel ist auf jeden Fall, in die WRC zu kommen. Also ich glaube, das ist jedem sein Ziel, sonst braucht man eigentlich gar nicht anfangen. Wie weit es dann geht, weiß man nie, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Talent, Fleiß und 24/7 einen Coach an seiner Seite. Die Zukunft von Fabio verspricht, steinig und holprig zu werden. Genauso, wie man es im Hause Schwarz am liebsten mag.